liebe Schwestern und Brüder, die Wahrheit zu sagen, das ist ja nicht nur irgendwie ein moralischer Appell, man muss die Wahrheit sagen. Wir können uns die Frage des Pilatus zu eigen machen, was ist denn Wahrheit? Wo finden wir sie? Das mussten sich Christen zu allen Zeiten fragen. Wir finden sie zuallererst als Christen, als Kirche im Wort Jesu und in der Überlieferung der Apostel, die dann weitergeht und gelebt wird. Genau in diesem Raum, wenn man so will, hat sie auch der Heilige des heutigen Tages gefunden, der Bischof von Krakau, Stanislaus, im hohen Mittelalter, in einer schwierigen Zeit, da, wenn wir würden heute sagen, Staat und Kirche miteinander ringen, wer denn nun die entscheidenden Dinge zu sagen hat und wer die entscheidenden Grenzen setzt und zieht und wer bestimmt. König Boleslav II. War der Überzeugung, dass er das tun kann. Im Deutschen Reich war das ja nicht viel anders. Diese heftige Auseinandersetzung, die wir unter dem Namen Investiturstreit etwa kennen. Der König schickt sich an, die Diözesangrenzen zu verschieben. Mal ebenso. Und diese Diözese Krakau, so wie sie zugeschnitten ist, wie sie geschichtlich geworden war, passt ihm nicht. Es entsteht eine Auseinandersetzung. Und wir werden vielleicht an die Lesung heute erinnert, es ist schlimm, wenn eine Auseinandersetzung unter Glaubenden stattfindet. Denn die Gegner des Stephanus nehmen auch für sich in Anspruch zu glauben, an Gott zu glauben. Aber sie werden zu seinen Feinden, ja sogar zu seinen Mördern. So auch bei Stanislaus. Der König ist Christ. Aber als ihm dieser Bischof die Wahrheit vor Augen hält, ein Bischof übrigens, der ganz ohne Makel, der das elterliche Erbe verschenkt hat, der ganz arm lebte, beispielhaft, als er dem König sagt, du brichst fortwährend die Ehe. Und das ist Wahrheit gewesen. Wo nimmt er diese Wahrheit her? Im Wort Jesu. In der Überlieferung der Apostel. Politisch natürlich, höchst unklug. Wie kann man so etwas sagen? Kann man das nicht diplomatischer machen? Wir würden heute nicht mehr diplomatischer sagen, heute nennen wir das pastoral. Kann man es ihm nicht irgendwie anders ein bisschen nahebringen? Nein. Er sagt es ihm so, wie es ist. Und der König wird rasend und beschließt, dass dieser Bischof weg muss. Er sagt, tötet ihn und haut ihn in 4 Stücken. Seine Umgebung weigert sich, das zu tun, und so schreitet er selber zur Tat. Als der Bischof in St. Michael in der Nähe von Krakau zelebriert, tritt er selber vor den Altar und schlägt den Bischof in 2 mit seinem Schwert. Für die Wahrheit, liebe Schwestern. Das ist der Zeuge des heutigen Tages. Und sein Zeugnis spricht, wo wir die Wahrheit finden und welchen Preis man für sie zu zahlen hat.